Ahoi Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist David Gray und heute werde ich dir die 6 besten Einsteigerkameras zeigen, die nicht nur zum Fotografieren geeignet sind, sondern auch zum Filmen für angehende YouTuber und Hobbyfilmer. Und natürlich werde ich auch auf Kameras eingehen, die du lieber meiden solltest. Und jetzt heißt es erstmal viel Spaß beim Video! Bevor es mit den Kameras losgeht, solltest du noch eines wissen. Alle Kameras, die ich dir jetzt zeige, sind ohne Zweifel keine schlechten Kameras, nur weil sie jetzt 500 oder 600 Euro kosten. Du kannst wirklich mit jeder Kamera gute Ergebnisse erzielen, sowohl im Fotobereich als auch im Videobereich. Doch gibt es Kameras, die sich auf einige Funktionen spezialisieren und dafür andere Funktionen wieder vernachlässigen. Ich werde dir am Ende des Videos nicht verraten, welche Kamera du lieber kaufen solltest. Das musst du wirklich für dich selber entscheiden. Ich möchte viel lieber, dass du in den Laden gehst, die Kamera vorher ausprobierst und dich vorher auch auf anderen Seiten informierst. Denn die erste Kamera ist wirklich was ganz Besonderes und sollte nicht über Hals oder Kopf entschieden werden. Am besten schaust du das Video bis zum Ende an, schreibst dir Stichpunkte auf, kreist die Features ein, die dir am wichtigsten sind und dann wirst du mit meiner Hilfe und deiner Mitarbeit eine Kamera für dich finden. Versprochen! Auf geht's! Alle Kameras, die ich dir jetzt zeige, besitzen mindestens 24 Megapixel, außer einer, können manuell eingestellt werden und in RAW fotografieren, sind durch eine erhöhte ISO sehr lichtempfindlich, besitzen ein flexibles Display, können sich per WLAN mit einem Smartphone verbinden, nehmen Videos in Full HD und manche sogar in 4K auf. Alle Specs, die sowohl zukunftssicher sind als auch sinnvoll. Den günstigsten Einstieg in die Fotografiewelt bekommt ihr mit der Panasonic Lumix G70. Für unter 500 Euro bekommt ihr eine solide Kamera mit vielen Features, die sonst nur höherpreisigen Kameras zugeordnet werden. Die Kamera besitzt zwar nur einen 16 Megapixel Micro Four Thirds Sensor, punktet aber dennoch mit einer guten Foto- und Videoleistung. Letzteres sogar in Ultra HD. Was ich an der Lumix G70 besonders schön finde, ist der elektronische Sucher, der dir genau das Bild anzeigt, was die Kamera beim Auslösen auch auf die SD-Karte speichert. Ein riesengroßer Vorteil gegenüber Spiegelreflexkameras mit nur einem normalen Sucher. Außerdem besitzt die Kamera ein touchfähiges, dreh- und schwenkbares Display für Videoblogger und Fotografen, die gern neue Perspektiven ausprobieren. Die Kamera ist sehr schnell, besitzt einen exzellenten Foto-Autofokus, hat viele praktische Bedienknöpfe und schafft mit einer Akkuladung 350 Bilder. Abstriche macht man bei der Anfangs-ISO von 200, wobei das Rauschen bis ISO 1600 sehr gering ausfällt und bei dem nicht ganz so sauberen Videoautofokus. Empfehlen würden wir die Kamera für Fotografen, die noch nicht genau wissen, wo die Reise eigentlich mit der Fotografie hingehen soll. Und natürlich auch für Videoblogger, die einfach keine Lust mehr haben auf Handyaufnahmen. Könnt ihr noch 100 Euro locker machen, kann ich euch nur empfehlen, die Kamera mit einem besseren Objektiv zu kaufen. Erstens, ihr könnt viel weiter ranzoomen und zweitens habt ihr einen besseren Bildstabilisator, der noch ein bisschen weicher agiert als der normale Bildstabilisator. Kommen wir zum Klassiker und zwar zu Canon. Mit der Canon EOS 200D bekommt ihr eine sehr handliche und praktische Spiegelreflexkamera. Okay, sie ist zwar jetzt nicht die schnellste hinsichtlich der Serienbildaufnahme, aber sie kann vor allem im Videomodus punkten und bei der Akkulaufzeit. Die Bildqualität ist auf einem hohen Niveau und ermöglicht euch Ausdrücke in Postergröße. Was uns besonders gut gefällt, ist auch hier wieder das touchfähige, dreh- und schwenkbare Display, der sehr gute Videoautofokus, die enorm starke Akkuleistung mit 650 Bildern und der Mikrofoneingang. Was aber Canon besonders stark macht, und das sollte man nicht unterschätzen, ist das viele Zubehör und die vielen Objektive, die oft sogar deutlich günstiger sind als bei der Konkurrenz. Persönlich gesehen gibt es für uns leider zwei Abstriche, die uns bei der Kamera nicht so gut gefallen. Zum einen ist die sehr veraltete Anzahl der Autofokusfelder und zum anderen ist es der optische Sucher, der zwar für eine hohe Akkuleistung sorgt, aber eben nicht das Bild anzeigt, was die Kamera wirklich sieht bzw. auf die SD-Karte abspeichert. Nichtsdestotrotz eine sehr gute Kamera, die wir vor allem Videoblogger, aber auch angehende Hobbyfotografen empfehlen können. Wer bereit ist, etwas mehr Geld auszugeben, um die beste Systemkamera von Canon zu bekommen, sollte sich unbedingt mal die EOS M50 anschauen. Für knapp 579 Euro ohne Objektiv und 100 Euro mehr mit Objektiv bekommt ihr eine Systemkamera von Canon, die wirklich sehr vielversprechend ist. Okay, das ist schon ein stolzer Preis, aber dafür bekommt ihr den modernsten Bildprozessor mit Augenautofokus, eine sehr schnelle Serienbildaufnahme von 10 Bildern in der Sekunde, 143 Autofokusfelder, ein sehr flüssiges und zuverlässiges Video-Autofokus-System und erstmalig unter 1000 Euro die Option, Videos in 4K aufzuzeichnen. Prima, Canon, ihr könnt endlich mit den Systemkameras von Sony, die vor 3 Jahren rausgekommen sind, mithalten. Prima! Alle weiteren Informationen zur Canon EOS M50 findet ihr entweder in einem anderen Video von mir oder in der Videobeschreibung. Andere aktuelle Kameras von Canon unterhalb von 400 Euro können wir euch leider nicht empfehlen. Entweder wurde stark am Gehäuse gespart oder an der Bildqualität, die nicht vergleichbar ist mit den hier genannten Kameras. Das beste Beispiel ist die Canon EOS 4000D, die von der Technik her eher einer Kamera aus dem Jahre 2009 entspricht. Das sind fast 10 Jahre.
okay, für den ersten Anfang vielleicht ausreichend, aber möchte man etwas über den Tellerrand schauen, wird man schnell merken, dass die Kamera weder für Fotografen noch für Hobbyfilmer geeignet ist. Kommen wir zur nächsten Kamera, und zwar ist das die Sony Alpha 6000 und das ist die mit Abstand beste Kamera hinsichtlich Bild- und Videoqualität. Wenn euch nur das wichtig ist, könnt ihr jetzt abschalten, ihr habt eure Kamera gefunden. Wenn ihr aber wissen wollt, warum wir die Kamera nicht wirklich jedem empfehlen können, dann solltet ihr dranbleiben. Die Kamera ist ohne Zweifel ein Biest. Sie liefert nicht nur eine brillante Aufnahmequalität, sie ist auch noch verdammt schnell in der Serienbildaufnahme, besitzt eine sehr hohe Lichtempfindlichkeit und kommt sogar mit einem modernen Augenautofokus. Selbst der Videoautofokus ist beinahe so gut wie der von Canon und muss sich nicht verstecken. Gefallen hat uns auch der elektronische Sucher, die gute Akkulaufzeit mit 360 Bildern und die vielen Bedienknöpfe. Für ambitionierte Fotografen gibt es hier keine offenen Wünsche und stellt hiermit die beste Fotokamera unter 600 Euro dar. Wollt ihr aber etwas mit der Videografie experimentieren, wird euch zum einen das nicht touchfähige und nur kippbare Display stören und der fehlende Mikrofoneingang für einen besseren Ton. Wenn es für euch aber kein Problem darstellt, könnt ihr auf jeden Fall zugreifen und die Kamera wird euch mit richtig guten Videoaufnahmen überraschen. Sparfüchse und Videoblogger sollten jetzt aufpassen, denn Sony hat noch eine bessere Alternative im Repertoire. Die Sony Alpha 5100 ist zwar nicht ganz so schnell in der Serienbildaufnahme wie ihre große Schwester, aber dafür hat sie einen größeren Akku, eine gute Aufnahmequalität, ein hochklappbares Touchdisplay für Selbstaufnahmen und ist nochmals kleiner und reisefreundlicher als ihre größere Schwester. Und das für unter 470 Euro. Was uns nicht gefällt, ist der fehlende Sucher und der nicht vorhandene Mikrofoneingang. Aber ich bin mir sicher, wenn du jetzt nicht jede Woche professionelle Aufnahmen machst oder Porträts fotografierst und dir vor allem das Reisen und das Vloggen am Herzen liegt, dann werden dich die Kontras überhaupt nicht stören. Last but not least kommen wir jetzt zu einem richtig schweren Brocken. Die Nikon 5300 ist mit 500 Gramm hier die schwerste Kamera im Feld, aber sind wir mal ehrlich, 500 Gramm sind nicht wirklich schwer. Die große Schwester von der D3400 ist wirklich eine sehr gute Around-Kamera, mit der man nichts falsch macht. Okay, sie ist nicht die schnellste Kamera hinsichtlich Serienbildaufnahme, aber der Fokus ist treffsicher, zielgenau und hat mit 39 Autofokusfeldern eine solide Abdeckung. Das Display ist dreh- und schwenkbar und macht die Kamera auch fit für das bodennahe Arbeiten oder auch für Selbstporträts. Besonders gut gefallen mir die sinnvollen und professionellen Einstellungen für Fotografen, aber auch zahlreiche Bedienknöpfe oder die Akkuleistung mit 600 Bildern sind echt top. Wenn man jetzt krampfhaft nach negativen Punkten suchen möchte, dann könnte man jetzt vielleicht die Videoautofokussierung nennen oder das fehlende Touchdisplay. Wobei die Fokussierung im Video gut ist, aber eben nicht mit Sony oder Canon mithalten kann. Die Nikon können wir definitiv für alle Hobbyfotografen empfehlen und mit dem vorhandenen Mikrofoneingang wird sie auch für Filmer interessant. Die kleine Schwester, die Nikon D3400, können wir euch leider nicht empfehlen. Hier wurde sehr oft der Rotstift angesetzt und das merkt man an jeder Stelle. Die Aufnahmequalität ist zwar völlig in Ordnung, aber wir möchten euch keine Kamera empfehlen, wo wir nicht voll dahinter stehen. Eines möchte ich dir aber nochmal ans Herz legen. Selbst die beste Kamera kann nicht ihr volles Potenzial ausspielen, wenn dir das Fotografieren mit der Kamera keinen Spaß macht, das Menü unlogisch erscheint oder wenn sie einfach nicht gut in der Hand liegt. Am besten gehst du dazu einfach ins nächste Fachgeschäft und probierst deine Wunschkamera aus. Und jetzt bist du dran. Für welche Kamera entscheidest du dich? Oder kannst du uns vielleicht noch andere Kameras empfehlen? Dann schreib es gerne unten in die Kommentare und teile es mit der Welt. Die Links zu allen Kameras findest du in der Videobeschreibung. Und noch ein kleiner Hinweis, wenn du über die Links einkaufst, unterstützt du automatisch diesen Kanal und ich kann kostenlos weitere Videos für dich produzieren. Der Preis bleibt aber der gleiche. Danke! Wenn dir das Video gefallen hat oder es nützlich für dich war, dann lass gerne ein Like da, abonniere diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir, meine Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao!